Stunde des heutigen Spiels in der Landesliga NV, der siebte Spieltag der FC Legemo Schwerin gegen SV Warnemünde Fußball. Ich begrüße Heiko Gerz als Trainer vom SV Warnemünde und natürlich Stefan Lau, Trainer FC Legemo. Gerne hören wir uns die Trainerstimme an und geben den Gästetrainer das Wort. Super. Wunderschönen guten Abend. Glückwunsch an Schwerin, verdienter Sieg, auch in der Höhe. Danke, dass ihr zweite Halbzeit zwei Gegner runtergeschaltet habt. Für uns ist es schwierig, momentan mit der Situation umzugehen. Jetzt ist es die siebte Niederlage hintereinander. Das ist meine Mannschaft vor Selbstvertrauen nicht strotzt. Das habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Und wer nach 15 Minuten 3-0 zurückliegt, der hat arge Befürchtungen, dass die jetzt zweistellig runtergehen. Wir haben ein bisschen umgestellt und dann hat meine Mannschaft das in ihren Möglichkeiten gut gemacht. Das gemacht, was ich verlangt habe. Gegenhalten, Zweikämpfe annehmen und alles andere habt ihr gesehen. Das reicht dann aktuell nicht. Und wenn ich nur mit 11 Mann hierher fahre, 16 Spieler nicht dabei sind, das zeigt eigentlich auch schon, wie gerade die Situation ist, dass wir eben nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Und da müssen wir jetzt durch. Das ist eine schwierige Phase. Mal sehen, wie lange die noch geht. Ich hoffe, die hört irgendwann nochmal auf und dann werden wir sehen. Das war's von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Stefan. Das Spiel aus deiner Sicht. Ja, auch von mir guten Abend in die Runde. Ja. Bei uns ist es ja gar nicht so lange her, da war auch so eine Phase. Ich kann da ganz gut mitfühlen und kann dann eigentlich nur in Richtung Heiko und Weiß oder zumindest sagen, nach Regen kommt mal wieder Sonnenschein. Das war bei uns dann auch irgendwann so und dann hast du das gar nicht erwartet. Und dann, ja. Dieses Spiel zusammenzufassen, wenn man 3-0 frühzeitig führt, wenn man endlich mal auch die Tormöglichkeiten genutzt, die wir dann gehabt haben, das war natürlich für uns ein super Start. Dann sind wir dann auch in unseren Mustern geblieben, haben danach dann eher ein schweres Tor gemacht als ein einfaches, aber das ist dann am Ende des Tages auch egal. Ich würde nicht sagen, dass wir die zweite Halbzeit gern runtergeschaltet haben. Auf jeden Fall haben wir das nicht so gewollt. Man hat dann schon gesehen, dass wir mit den Wechseln einen kleinen Bruch auch im Spiel hatten und da macht sich dann auch ein bisschen die Qualität, die zuerst auf dem Platz stand und die Jungs, die dann reinkamen, wo ich gedacht habe, na, die sollen auch noch ein bisschen giftiger sein und billiger sein. Wenn ich dann nicht ganz so einverstanden bin, ist ja auch ganz klar, wenn man die Spielzeit bekommt, dann muss man die am Ende des Tages auch nutzen. Am Ende sage ich trotzdem, haben wir gut gemacht. Wir haben jetzt 6 Tore geschossen und da wollen wir nicht übertreiben. Das war ein vernünftiges Spiel. Wir haben unsere Angriffe weitestgehend gut abgesichert. Und auch ein, zwei hübsche Tore schon. Gerade das letzte Tor eigentlich, gerade für die Laufwege und dann im Zentrum einer steht, den Ball über die Linie drückt. Das sind so Sachen, die wollen wir, viele tiefe Läufe haben heute ja, teilweise wirklich gut gemacht. Und schön, dass uns auch ein paar Tore gelungen sind. Und ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, denn ich glaube, immer wenn der Mann auf dem Platz steht, musst du erstmal das ganze Thema anfangen. Wir haben die ganze Woche gesagt, das ist nur eine Null da hängt da und wenn du dann gegen die Tabellenletzten spielst, dann weiß man, du weißt es auch, Heiko, ich weiß es auch, der Mannschaft dann zu sagen, es geht bei Null los und nicht anders. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Die haben es heute gut gemacht, haben schnell geführt und dann bin ich auch sehr zufrieden und kann jetzt 2 freie Tage genießen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Stefan. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bleibt mir nur zu sagen, Zuschauerzahl heute waren 276 Zuschauer hier im Sportpark-Lago. Auf jeden Fall Abend. Dann ja, geht's los. 2 Auswärtsspiele haben wir auf dem Programm. Am Samstag, den 10.10. geht es SV Lohm Pokal um 14 Uhr in Lohm-Rennen sozusagen auswärts. Dann das nächste Spiel ist am 20.10. auch ein Freitagabendspiel 19.30 Uhr beim Güstrow SC. Und das nächste Heimspiel haben wir am 27.10. auch wieder hier auf dem Freitagabend 19.30 gegen den SV Bergwisch. Ja, Heiko, dann an mit dem Rückfahrt. Stefan sagte nach dem Regen kommt Sonne, also alles wird gut, wir sehen uns in der Rückrunde wieder. Und dann wünschen wir uns allen noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank.